Hallo meine Lieben, ich sehe jetzt gerade, ich bin nicht ganz im Bild. Jetzt müsst ihr mal ganz kurz tapfer sein, in mein Tohuwabohu-Wust hier reinzuschauen. Ich werde es wahrscheinlich nicht ganz hier hinkriegen, dass es hält, nee. Aber ja, wird schon klappen, irgendwie. Ich schieb dann ein wenig hoch runter. Ja. Und zwar, ich habe seit langem mal wieder ein Album gemacht. Das ist eigentlich ein Album, was ich als Musteralbum gemacht habe. Ich werde in der gleichen Art, ich wollte jetzt wissen, wie es aussieht, werde ich ein Hochzeitsalbum machen. Und ja, ich muss das dann immer ausprobieren, wie das Ganze aussieht und ob das was ist oder nicht. Und ja. Es wird was. Und ja, das wollte ich, beziehungsweise ich habe es auf Instagram gepostet und da wurde ich gefragt, ob ich das nicht mal, ob ich das Innenleben auch zeige. Mache ich am besten hier über Video. Sieht man dann am besten. Und ja, für alle, die es interessiert, ich habe hier ein Paperpack von. Moment, ich hole es gerade raus. Diecast with View genommen. Und zwar ist das The Chateau Lavender Stack. Und ja, das habe ich hierfür verwendet. Alles selbst gekauft, nicht gesponsert. Alles selbst gekauft. Diese Verschlüsse habe ich mal bei Blanche gekauft vor einiger Zeit. Und ja, das Ganze sieht jetzt so aus. Das öffnet sich hier. Und dann geht es auf. Und ich habe jetzt hier einige Sachen ausgeschnitten, die habe ich dann auch hier reingesteckt. Für diejenigen, die das bekommen, können sie das innen drin noch verzieren. Und ja, das sind insgesamt vier Signatures, nennt man es auf Englisch, Seiten eigentlich zum Ausklappen und hier hinten noch große Seiten. Ich habe hierfür einen braunen Farbkarton verwendet, der natürlich bis zum Schluss nicht gereicht hat. Das heißt, ich musste da stückeln. Aber ich finde das jetzt gar nicht so schlimm. Und zwar hier vorne habt ihr eine Seite. Die habe ich jetzt hier gebunden. Habe hier zwei Brads reingemacht. Und das Ganze geht hier so auf. Ich mache das mal raus. Mach das später wieder rein, dann funktioniert es besser. So. Und dann habt ihr hier zwei Seiten zum Aufklappen. Nach oben und nach unten. Und hier habt ihr eine Fotomatte drin. Die habe ich verziert. Hier hinten kommt auch noch eine Fotomatte rein, das habe ich jetzt aber noch nicht gemacht. Ich werde das Ganze auch noch verzieren, entweder für mich selbst oder derjenige, der es bekommt, kann es dann noch verzieren. Je nachdem, ja, ich verziere dann nicht immer alles, weil es muss ja dann auch noch Platz bleiben für, ja, für was man es dann verwendet. Ich mache das später rein, weil ansonsten sprengt das jetzt hier die Zeit. Dann, es ist eigentlich so rum. Habt ihr hier die zweite Seite und die ist hier so zum Aufklappen rechts und links. Ich komme mal ein wenig rüber. So. Und hier ist auch wieder eine Fotomatte drin. Dann habt ihr hier die Rückseite. Noch einmal. Und die ist hier zum Hochklappen. Dann ist hier die dritte Seite. Die ist hier zum Aufklappen.
Die könnt ihr auch ganz rausklappen oder ihr klappt sie so rum. Und dann habt ihr das Ganze hier nochmal, einmal so. Und entweder ihr klappt sie ganz aus oder ihr klappt sie so rum, je nachdem, wie man sie eben gestalten möchte. Dann habt ihr hier die Rückseite. Da ist hier ein Wasserfall. Und ja, ich habe das Ganze nicht verziert. Ja, je nachdem, ob man Bilder reinmacht oder eben auch Sachen reinschreiben möchte. Das Ganze ist mit einem Magnet verschlossen. Dann habt ihr hier diese Seite. Das Ganze geht so auf. Das Album ist von Rosa Kelly. Sie macht ganz tolle Alben. Wenn ihr Lust habt, Interesse habt an sowas, schreibt mir unten einfach in die Kommentare rein. Dann mache ich mit euch das Grundgerüst, wenn ihr Lust dazu habt. Album ist ja immer so eine Sache. Es gibt Leute, denen macht das tierisch Spaß. Es gibt Leute, denen ist das zu viel Aufwand. Wie gesagt, wenn ihr Interesse dran habt, übersetze ich euch das gerne. Ansonsten mache ich ihr Albumanleitung auch unten in die Infobox rein. Ja, sie ist eine Amerikanerin. Wie gesagt, wenn ihr Lust habt, schreibt es einfach unten rein. Ja, das ist jetzt nochmal die große Fotomatte. Und dann haben wir hier hinten noch eine Klappseite. Die ist jetzt ein wenig gewölbt. Werdet ihr auch gleich sehen, warum. Weil, ja. So, und das geht so nach unten auf. Und ich habe hier jetzt noch ein kleines Endlos-Mini-Album reingemacht. Und zwar sieht das Ganze so aus. Da können noch Bilder reingemacht werden. Und dann haben wir hier nochmal und haben hier nochmal Platz. Und ja, ich fand das jetzt noch so eine schöne Kleinigkeit, die man hier reinmachen kann. So. Und dann haben wir hier noch die letzten Seiten. Und ja, die sind ziemlich groß, also da passt auch ziemlich was rein. Das Ganze sieht so aus und so aus. Oder ihr könnt das Ganze natürlich auch so rausziehen. Ja, und das ist das Album. Da habe ich jetzt in den letzten 3 Tagen dran gesessen. Und ja, es hat mir riesig Spaß gemacht. Und wie gesagt, ich setze mich jetzt demnächst nochmal dran, weil wir sind dieses Jahr noch auf eine Hochzeit eingeladen und da bekommen die 2 ein Album von mir gemacht. Oh, hier diese Fotomatte habe ich noch vergessen, da ist natürlich auch eine drin. Ja, ich hoffe, sie freuen sich darüber. Aber ich habe mal richtig Lust, wieder ein Hochzeitsalbum zu machen. Ich habe mir auch das entsprechende Papier schon dazu bestellt. Und ja, wie gesagt, ich musste das jetzt zuerst mal probieren, ob das auch, ja, wie das aussieht. Und ich finde es sehr schön. Ich hoffe, euch gefällt es auch. Und macht euch auch mal Lust, auf ein Album zu basteln. Das kommt hier oben drüber. Du kommst hier oben drüber. So, und dann geht das Ganze so zu. Und ja, ich finde es heute in unserer digitalen Zeit, finde ich sowas sehr schön, die Erinnerungen festzuhalten. Und es ist immer ein Unikat. Und ja, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und bis bald wieder. Tschüss!